Ja, hi, hier ist Ralf Suhr aus der Natur und heute habe ich diesen tollen Telutofen bekommen. Der Paketdienst war gerade da und hat mir das Teil geliefert und dann haben wir ja schon im Himalaya vorgeführt und ein paar Videos drüber gemacht, aber heute möchte ich euch zeigen, wie man das Ding zusammenbaut. Ist nicht kompliziert, aber man braucht ein bisschen Werkzeug dafür. Und ja, wie es vor sich geht, das zeige ich euch mal. Also jetzt muss ich das Ding erstmal aufmachen, weil ich habe auch ein Teil dazu bestellt, beziehungsweise hier von Native Power. Und ich bin gespannt, ob es dabei ist. Jo. Und zwar liegt es gleich oben drauf. Guck. Das ist ein Windschutz. Der wird nachher oben auf die Kochstelle raufgestellt, sodass der Wind im Prinzip das Feuer nicht ausbläst, oder zumindest, dass die Flamme, der Flammenkonzentrator, die Flamme direkt unter den Topf hält. Das ist natürlich sehr vorteilhaft und kann ich nur empfehlen, das gleich mitzubestellen. So, Haufen Pappe. Ja, hier haben wir ein Teil. Alles heil angekommen, wie das aussieht. Gut verpackt. Genau, da drin, das ist das erste Montageteil. Und zwar kann ich das mal eben zeigen, genau. Wenn man den bekommt, dann lässt sich dieses Teil nicht einfach hier rausnehmen, sondern das muss, diese Schraube, die muss gelöst werden hier, damit man das Teil da überhaupt rausziehen kann. So, also dieser Stift wird abgeschraubt, die Schraube rausgenommen und dann kann man das Teil so nach oben ziehen und dann wird das wieder befestigt. Weil da stutzt man erst ein bisschen, weil geht ja gar nicht raus. Aber es liegt eben halt daran, dass es so verpackt ist. So. Noch mal genau hier gezeigt, und zwar jetzt ist dieser Stift, die Schraube rausgenommen und der Stift wieder rangeschraubt, und jetzt kann man das hoch und runter machen. So, das wäre Part 1. Hier haben wir den Aufsatz, ne, wo der Kochtopf nachher drauf gestellt wird. So, hier ist der Deckel, da brauchen wir nichts dran machen. Deckel, aber den brauchen wir noch nicht. Der ist auch nicht immer dabei. Das ist der eigentliche Topf, komplett zusammengeschraubt. Der ist soweit fertig. Da muss man nur noch den Griff hier ranschrauben. Das heißt, hier kann man sehen, da ist unten ein Sieb drin, ein Edelstahlrost, wo dann die Pellets eingeführt werden. Gut. Da schraube ich dann schon mal den Griff ran, wenn ich ihn finde. Prost. Richtig kalt heute Morgen. Bestimmt 5 Grad. So, das hier ist eine Regulierungsspitze, die wird hier eben halt eingeführt. Und hier kann man eben die Luftzufuhr regeln. So. Hier ist der Griff. Der Griff wird einfach hier rangeschraubt, die beiden Löchern lösen. Hier nachschieben. Zehner Schlüssel und einfach festdrehen. Und somit hat man dann den Griff schon mal hier fest. Also das ist der Behälter mit Griff, und jetzt brauche ich noch die entsprechenden Stangen dafür. Das sind die Beine für die für das Kochelement. Wir haben hier oben auch eine 10er Schraube drin, die schraubt man raus.
und schraube diese dann kleine Schrauben, drei Stück außen, schon vorgebohrt, wo diese Beine einfach angeschraubt werden. Coole Nummer. Okay, und das Ganze steht. Ja. Hier der Topf, da kommt jetzt dieser Deckel drauf, und jetzt gibt es einen Trick, den muss man anwenden, und zwar das Teil, dieser Stift, muss immer in der gleichen Richtung wie der Griff sein. So. Das heißt also, alle drei Griffe müssen übereinander stehen. Und das war es eigentlich schon. Fertig ist der Ofen. Das hat ja nicht lange gedauert. Ne? Ich werde auch gleich einen Test machen. Ich werde den Ofen jetzt füllen mit Pellets. Habe ich mir vorhin besorgt noch. Und dann machen wir erst einen Test. Ah ja, genau. Der Kochaufsatz, dieses Teil, das kommt dann hier einfach so drauf. Und auch so stanzen. Ausgestanzte Löcher, damit das hält. Und damit ist das ganze Ding komplett.